Valkyrie Chroniken. Genau, die sind das hier, Folge 15. Wir sind immer noch in der Schlacht im Klötenwald. Cloden Wildwood. Und, genau, wir sind jetzt beim Zwischenboss. Ja, letzte Folge ist General Jäger aufgetaucht in seinem Panzer Lupus, also Wolf. Und wir stehen gar nicht mehr so gut da. Wir haben nur noch 7 Kommandopunkte, weil Largo und Alicia tot sind. Mhm. Oder zumindest K.O. Rosie ist noch auf dem Feld, die ist aber im Süden. Und hier oben haben wir jetzt nur noch 2 Mann und der dritte liegt K.O. am Boden. Vielleicht sollten wir, bevor wir irgendwas anderes machen, erstmal 2 Punkte darauf verbraten, Leute wieder zu rekrutieren, wieder zurückzuholen. Ging das? Oben oder? Ja, weiß ich. Achso, jetzt geht's wieder, ne? Ich denke, jetzt ist eine Runde vorbei, jetzt soll es eigentlich wieder gehen. Okay. Guck mal, da können wir sie wiederholen. Was macht denn Sinn? Ich würde fast einen Scout hier unten holen, weil. Also unten. Guck mal noch mal kurz nach rechts, genau, guck mal, weil da oben steht so ein Geschütz, was uns die ganze Zeit nervt, hier oben auf dem Berg. Okay. Da könnten wir von hier aus mit dem Scout in einem Zug hinlaufen. Mhm. Das heißt, ich würde jetzt mal versuchen, da, da vielleicht Alicia zu holen. Alicia wieder holen. Genau, dann haben wir das, die kommt nächste Runde. Largo fehlt noch, ne? Ja, das Problem an Largo ist natürlich, dass der nur so langsam läuft. Ja, beide sind eigentlich jetzt... Gleich aber andererseits brauchen wir, ja genau. Aber wir brauchen den auf für jeden Fall. Für den Panzer brauchen wir. Dann hol ihn doch auch noch unten vielleicht, oder? Weil ich weiß nicht, ob wir da oben ihn irgendwie umgehen können. Ich habe auch das Gefühl, dass wir hier besser rumlaufen können. Ja. Dauert zwar 3 Züge oder so, aber dann hol doch auch noch Largo da unten, wenn es geht. Ja. Unten. Ja. Wäre irgendwie auch ins Nirgendwo gerade gelaufen. Ja, so Largo da unten, genau. Ja, das nervt manchmal ein bisschen. Ja, da ist er. Okay, dann haben wir das schon mal. Dann würde ich jetzt einfach mal mit dem Panzer vorfahren und mal ein bisschen vorrücken einfach. Ne? Da stand wieder einer zu nah dran. So, da vorne stehen schon Minen im Weg. Das ist natürlich nicht so gut. Aber vielleicht können wir uns so in Position bringen, dass wir die Minen gar nicht uns stören, weil wir müssen ja nur durchs Tor schießen können. Also vielleicht kannst du jetzt hier so links rüberfahren. Gia fährt uns gerade ganz fantastisch zum Ziel. Das sind jetzt auch Panzer? Das weiß ich nicht so genau, aber ich würde es nicht riskieren. Eigentlich sehen die genauso aus wie... Ja, ich würde es trotzdem nicht riskieren. Wir dürfen den ja schließlich nicht verlieren. Gut, wir haben den Mechaniker direkt dahinter stehen, aber muss ja nicht sein. So, okay, dann guck doch mal, ob man da was sieht. Vielleicht drehen wir mal die Kamera. Ja, da könnten wir zumindest schon mal auf die Ketten schießen vielleicht oder so. Wollen wir es mal probieren? Ja. Mit Erde? Mit Anti-Armor? Na, das sind ja die normalen Panzergeschosse, die würde ich jetzt schon mal probieren. Ja. Mit etwas Glück können wir die Ketten zerstören, dann kann er sich nicht bewegen. Das ist auch nicht schlimm. Also brauchen wir ein bisschen Glück, wahrscheinlich eine Chance von 1 zu 10 oder sowas im Dreh, aber wir können es probieren. Okay. Gut. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Ja. Das kann man machen. Da könnte man jetzt fast noch von hinten mit einer Granate ranrennen und versuchen, dann noch eine Granate hinzuwerfen. Mhm. Oder wir schießen doch mal mit dem Edelweiß. Wenn sich das Ding nicht bewegen kann, ist das für uns ein großer Vorteil, weil ich weiß nicht, ob der sich reparieren kann. Ja. Vielleicht sollten wir einfach den Edelweiß nochmal nehmen und alles andere gut sein lassen. Weißt du? Okay. Also weiß ich nicht, aber wir können... Weil da sind wir relativ sicher, dass wir den zerstört kriegen. Also die Ketten zerstört kriegen, wenn wir es nochmal drauf schießen. Ja. Oder wir probieren es mit einem von da hinten, der eine Granate hat, anzulaufen. Aber da stehen gleich Leute, ne? Ja, da stehen, glaube ich, hinter dem Haus da, was wir jetzt hier sehen, stehen, glaube ich, Leute. Ja, beende erstmal den Map Zug. Noch mal an. Ja, also der Zug ist jetzt ja vorbei, dann haben wir die Map von oben, dann können wir das noch ein bisschen besser sehen. Hm. Also hier steht ja gleich auf jeden Fall jemand, aber der tangiert uns ja nicht, der hier vorne, nee, der genau. Stört nicht. Weil da steht ein bisschen Gebäude. Na, also hier hinter der Ecke steht halt noch einer. Okay. Das wissen wir schon, da waren halt Schritte oder so, die hat man gehört. Okay. Jetzt könnte man halt mit dem Scharfschützen kann man nichts Sinnvolles da oben machen. Der hat auch, glaube ich, keine Granate dabei. Der Mechaniker auch nicht. Okay, die haben gar keine Granaten da oben. Dann lass uns doch einfach vielleicht das nochmal probieren. Ja, mich stört das irgendwie, dass wir nicht weiter ranrücken können wegen diesen. Wegen den Minen? Na gut, die kannst du ja mit dem Mechaniker. Wenn du die weghaben willst, dann lauf doch mit dem Mechaniker vor und entferne die. Der ist der Mechaniker. Ja. Aber der ist... Ja, wir haben nur noch 3 Kommandopunkte. Ja, aber dann nimm doch den und entferne die Minen und stell dich dann wieder hinter den Panzer und fahr mit dem Panzer doch noch ein Stückchen vielleicht vor und schieß nochmal rein. Okay. So, könnte man machen.
Na komm. Dann machen wir in der nächsten Runde das Geschütz kaputt. Ja, na, wir haben ja, wir wollten das ja eh mit Alicia machen. Die ist ja erst nächste Runde da. Ach so, ja, die ist erst. Weißt du, das bietet sich ja sozusagen an, das so zu machen. Weil die kann da auf jeden Fall bis dahin so jetzt ganz langsam, vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Das ist alles hoch fragil, was wir hier machen. Okay, ist eine Panzermine. Okay. Hast du ein Glück. Sonst wärst du jetzt explodiert. Okay, dann nochmal nach vorne. Hoffentlich. Es wird auch eine Panzermine sein, aber ich würde es nicht riskieren, ja. Bei anderen Spielen hat man die dann im Inventar, bei Metal Gear Solid oder so. Dann kann man die selber legen, aber hier geht das, glaube ich, nicht. Okay. So. So, dann verstecke ich mich jetzt. Ja, dann geh doch. Oder kann ich noch irgendwas machen? Kannst, glaube ich, nichts groß machen. Nee, dann stell dich wieder so ein bisschen hinter den Panzer. Vielleicht so ein bisschen. Also, du fährst jetzt ja mit dem Panzer wahrscheinlich noch einen Schritt vor. Also würde ich mich tendenziell sozusagen... Also wir können uns jetzt entweder nach ganz rechts hier stellen, damit wir die Gebäude zwischen uns und dem gegnerischen Panzer haben. Also so halt hier rechts rüber. Ja, wäre vielleicht das Beste. So. Genau. Ja, so in etwa. Okay. Gut. Na, und dann fahren wir jetzt noch einmal mit dem Edelweiß vor. Ich hoffe, wir haben jetzt nichts Wichtiges vergessen, was uns jetzt in den Hintern beißt. Aber ich glaube es nicht. Wir haben ja zuerst die Leute, weil das vergisst man gerne mal. Wir haben erst unseren Nachschub beordert. Das ist, glaube ich, ganz gut gewesen. So, ja, dann... Vielleicht hier? Genau. Dann können wir nämlich vielleicht nochmal 2 Meter zurückfahren. Dann hat er es, weißt du? So. Ich ziele. Versuchen wir wieder die Ketten zu erwischen, ne? Ja. So. Und... Go! Ja, die Ketten sind hin. Ja. So, und jetzt ganz vorsichtig vielleicht einfach nochmal so einen Meter nach hinten. So. Ja, einfach ein bisschen minimal schwerer für ihn. Ja. Gut, dann beenden wir das Ding. Gucken wir mal, was General Jäger macht. Oh, ich hoffe, unser Mechaniker wird nicht gleich erschossen. Ja. Und unsere anderen Leute. Die anderen da hinten auch nicht, genau. So, jetzt haben wir. Gleich haben wir wieder. Oh, jetzt kommt der auf den Panzer. Na gut, aber der Mechaniker steht direkt an dir. Ja, aber wenn jetzt der Lupus auch nochmal ordentlich trifft, dann sind wir am Ende. Dann haben wir verloren. Aber wir haben ja gespeichert. Also. Oh, oh Gott. Oh, nein, nicht nochmal. Scheiße. Ja. Ah. Habt ihr das auch mal gesehen, wie es aussieht, wenn man eine Mission verliert? Sorry. Ja, kannst du auch nicht, du bist gerade explodiert. Ja. Welcome. Dann müssen wir das wohl anders, dann müssen wir da wohl anders rangehen. Ja, gut, das ist dann das eine Mal, dass wir Game Over sehen werden. Das wird uns nie wieder passieren. Load, auf jeden Fall Load. Weil nicht Retry Battle, das wollen wir nicht komplett nochmal machen. Genau, einfach den letzten Speicherstand. 5 Stunden 31, das war der. Mhm. So, und jetzt machen wir das alles viel schlauer. Okay, na gut. Scharfschütze? Dann, nee, lass uns erstmal die Leute wiederholen. So, wir ja, nicht, das dass war wir das schlau. Dann das war gut, das war schlau. Ja. Genau, Alicia und Lago. So, okay, jetzt gut. Laufen wir mit irgendjemandem nach da hinten und töten und die Kanone da kaputt. Ja. Die hat Priorität. Na, mit dem, der Scharfschütze, ich weiß nicht, die können beide nicht so weit laufen, ne? Der Scharfschütze kann dann aber natürlich weiter sehen. Andererseits hast du halt das Problem, dass der in der Kanone in Deckung sozusagen ist. Ja. Da wäre der Shocktrooper eigentlich geiler, wenn... Vielleicht nehmen wir den einfach mit 2 Zügen und laufen zu dem hin. Ja. Dann lass uns das doch mal... Wahrscheinlich stirbt Rosie jetzt, dann haben wir noch einen Punkt wegen ihr. Ja, naja, aber... Aber das ich meine, wir... Also... Scharfschützen, ne? Können wir hier überhaupt langlaufen? Ja, da können irgendwie? Wir langlaufen. Ich glaube, wir können hier hinten lang. Ach so, hier mit diesem kleinen Weg? Nee. Nee, einfach durch den Wald. Man kann durch da, glaube ich, Wald. Einfach hochlaufen. Okay. Na gut. Nein, no. Yes, sehr gut. Lass es uns probieren. Wir haben ja eben gesehen, was nicht funktioniert, jetzt wird es funktionieren. So, jetzt. Ich kann noch hier rüber springen, ne? Ja. Genau. So, und man kann nicht da hoch. Man muss hier durch. Man muss hier hinten lang, oder? Was ist doch. Vielleicht kommt man da hinten irgendwie rum. Aber was? Eine Panzersperre, das ist doch jetzt egal. Ach so, ich dachte, ich komme da nicht vorbei. Boah, die kann aber echt nicht weit laufen. Ja. Ne? Scheiße. Aber der Scharfschütze kann auch nicht viel weiter laufen. Nee, der kann auch nicht weiterlaufen. Der sieht ja trotzdem nichts aus der Position. Boah, wie kriegen wir den denn da oben?
Also es macht offensichtlich keinen Sinn. Ja, er muss ja echt hier hinten rumlaufen. Das siehst du ja unten auf der Map. Ja, ja, ja. Krass. Da wäre jetzt echt ein Scout sinnvoll. Oder wir scheißen jetzt einfach drauf. Mach mal End. Ja, ja. Wir können ja nichts mehr machen mit ihr. Wir scheißen auf die Kanone. Die kann jetzt ja gerade auf niemanden schießen. Da oben. Ja. Wir sammeln jetzt erstmal den Typen da ein. Versuchen vielleicht mit dem Scharfschützen nochmal drauf zu schießen. Und laufen dann aber wieder in Deckung sozusagen. Ja. Weil jetzt mit dem Panzer vorfahren, das haben wir gesehen, das ist zu gefährlich. Das geht nicht. Nee. Und dann lass uns doch warten, bis wir. Und wir können uns die Kommandopunkte auch aufsparen für die nächste also Runde. Also die ist Scharfschütze, ja? Das ist der Scharfschütze, ja. Catherine ist die Sniperin. Da kannst du auch aus der Position jetzt mal versuchen, da oben hinzuschießen. Zoom. Das hättest du jetzt auch mit dem rechten Stick machen können. Okay. So, ein bisschen was hatten wir eben ja schon abgezogen. Okay. Ja, gut. Brauchen wir noch 3 Runden, wenn das so weitergeht? Gut, dann sammelt doch vielleicht mal unseren Verletzten ein. Der wurde ja letztes Mal dann nur von der Kanone erwischt. Medic. Weil wenn der da zu lange liegt, ich glaube 3 Runden oder so, dann ist der ja auch, dann ist er auch für immer hin. Das wollen wir natürlich nicht. Hannes wurde evakuiert, das ist sehr gut. So, dann zieh dich doch am besten wieder zurück, so dass hinter den Zaun. So? Ja, vielleicht noch einfach noch ein bisschen. Du hast ja noch, also hinter das Gebäude oder so vielleicht. So. Ja, so ist doch gut, da kann dich keiner treffen. Okay. Gut. Gut. Also eigentlich alles nicht so gut, aber. Dann. Ja, oder wollen wir von hier probieren, nochmal auf den zu schießen? Ihr könnt es auch nochmal machen, ja. Vielleicht kriegen wir den ja über die Zeit. Also, ich glaube, einen Schuss muss ich auf jeden Fall mindestens noch haben. 2 Schuss sogar noch. Also, wir könnten sogar noch zweimal probieren. Kannst du noch ein bisschen. Aber lauf nicht zu weit vorne. Also, jetzt musst du, glaube ich, noch ein bisschen nach rechts, weil sonst triffst du nicht. Also, sehen wir sie ja gar nicht. Oder ihn. Gucken wir mal. Knapp nicht. Ja. Dann nochmal raus. Noch ein Stückchen nach rechts. Okay, jetzt könnte es klappen. Wo zoomst du mit rechts? Rechter Stick nach vorne. Ja. Okay. War nix. Gut, dann raus. Hat sich gelohnt. Ja, ist halt Pech. Kann man nicht wissen. Ja. Gut. Na gut. Dann raus. So, sollen wir uns den Rest aufsparen, die restlichen beiden Punkte? Ja, wir können jetzt nicht mehr groß was machen. Jetzt nichts mehr machen. Na gut. Na dann, und raus. Huhuhu. Das Böse ist dran. So, mal gucken, ob er uns diesmal auch so schön fertig macht. Jetzt fährt er uns sogar noch ein bisschen entgegen. Aber diesmal kann uns zumindest die Panzerabwehrkanone nicht beschießen. Sondern nur sein großer Panzer zweimal. Ja, und der kann uns mit 2 Schüssen, kriegt er uns nicht. Können wir reparieren nächste Runde. Also er könnte jetzt auch 3-mal schießen, dann wären wir wahrscheinlich tot, wenn er trifft. Ah, guck mal, er zieht sich ein bisschen zurück. Er hätte ruhig da vorne stehen bleiben können, ehrlich gesagt. Ja. Hätte ich gut gefunden für uns. Ja. Was macht denn der für ein Gerödel, ey? Jetzt dreht er sich einfach im Kreis. Ach Jäger, was machst denn du? Ach so, einfach nur um ja, wieder in Position zu gehen. Gleiche Position. Okay, wer schaffelt da? Das ist der Shock Trooper. Aber der steht ja da ganz hervorragend. Der steht viel zu weit weg, auch in irgendwas. Und na, vor allen Dingen steht der für uns total gut, weil wir da Sniper unten haben. Wir können einfach mal einmal drauf schießen, dann ist der tot. Auf beide. Okay, aber das ist gut, jetzt kommen die alle raus aus ihren Löchern. Ja, schenken die uns Ratten im Endeffekt. Aus den Löchern. Ja, genau. Und jetzt haben wir richtig viele Punkte wieder gleich. Jetzt haben wir über 10 haben. Sehr gut, weil Alicia. Hatte schon total vergessen, dass man Punkte auch aufsparen kann. Siehst du? 11 haben wir. Sehr gut. So, jetzt würde ich nämlich sagen, wir schalten zuerst mal den Shock Trooper da aus, mit dem Scharfschützen vielleicht. Hier. Der da ist das, genau, Cesari. Aber Cesari ist uns schon mal irgendwie gestorben, ne? Ja, das kann ja diesmal nicht nochmal passieren. Ich kann doch eigentlich hier. Du könntest bleiben, oder bleiben. Soll ich da noch ein bisschen vorlaufen? Ich würde erstmal ein bisschen vorlaufen noch. Ein paar Meter kannst du, ohne dass es weh tut. Dann können wir vielleicht hintereinander die beiden da ausschalten. Also nochmal danach Cesari nehmen. Ja. Vielleicht einen kleinen Schritt kannst du noch gehen. So. Ja, gut, probieren wir's. Sehr gut.
Und schoss. Cesari! Ey! Was bist du für eine Lusche? Nutzloses Ding. Ja, echt. Gut, dann laufen wir vielleicht noch einen Schritt vor oder zwei. Also der ist noch, kommen wir nicht in Reichweite von dem Shock Trooper. Nur, weißt du, weil jetzt verlieren wir ja gleich Reichweite, wenn wir ihn nochmal nehmen. Und wir sollten ihn nochmal nehmen, weil wir den ja weghaben wollen. Okay, reicht. Okay. Gut. Ja, wollen wir es nochmal probieren? Ja, habe ich schon. Hast du schon? Sehr gut. Nee, ist ja auch richtig. Wir müssen den ja wegkriegen. So, jetzt Cesari. Wenn er jetzt wieder daneben schießt. Ist okay für dich? Ja. Er hat sich geduckt. Verdammt! Ja, was ist denn noch? Ja, können wir jetzt auch nichts machen. Komm, raus. Okay, also zurück noch. Ich kann wenigstens dahin. Ja, lauf zu Rosie, lauf zu Rosie. Scheiße. Mann, der Typ regt mich auf. Aber na ja, klar, die legen sich eben auch manchmal hin, wenn sie dich sehen. Also, ja. Die gehen halt in Deckung, das haben wir ja gelernt. Gut, das war schon mal komplett verschwendete erste zwei Züge. Das hat sich gelohnt. Warte mal, lass mal kurz überlegen, was wir jetzt überhaupt vorhaben. Also wir wollen eigentlich mit dem Scout hier hinten. Wir können, genau, mit Alicia mal endlich diese Kanone da hinten ausschalten. Das wäre mir schon ganz recht, wenn wir das hinkriegen würden. Na komm. Dann probieren wir das doch jetzt einfach mal. Oh Gott, das wird auch so schief gehen. Auf geht's. Auf geht's. So, jetzt hier rechts rum. Genau. An Rosie vorbei. Die steht auch so ein bisschen bestellt und nicht abgeholt. Da kommen wir natürlich nicht lang, ne? Hä? Aber wie? Aber wozu? Naja, man hätte da auch außenrum mit dem Panzer und dann kann man da durchfahren und dann... Oh. Oh. Und sehen tut man den nicht von hier. Nee. Ach, scheiße. Der wäre ja da oben irgendwo. Nein. Ach, scheiße. Mann, warum geht denn hier alles schief? Guck mal, hätte man da vorne mit dem Edelweiß langfahren müssen wahrscheinlich. Also die Dinger kaputt schießen und dann hier hinten langfahren. Okay. Und das alles nur, um da von hinten an die scheiß Kanone ranzukommen. Oh. Da ist wahrscheinlich einfacher, die Kanone mit noch zwei weiteren Scharfschützen-Schüssen kaputt zu kriegen. Mhm. Als da jetzt noch diesen riesen Geschiss zu machen. Ja, ist natürlich jetzt wieder noch ein verschwendeter Zug. Es ist so ein Scheiß gerade. Es ist so ein Scheiß. Oh. Ja, wollen wir... Ja, was? Ich weiß nicht. Wollen wir das jetzt probieren mit dem Scharfschützen? Ja, mich kostet das gerade an, dass hier nichts trifft. Oder sollen wir nochmal neu laden? Nee, komm, sowas machen wir nicht. Außer wir sterben halt, dann müssen wir ja aber. Ja. Okay. Also privat würde ich das vielleicht machen, aber jetzt hier, wir ziehen das jetzt durch. Wenn der Kampf nicht so gut läuft, läuft er nicht so gut. Also wir könnten mit dem Panzer vorfahren. Wir könnten den Panzer erstmal reparieren, weil der ist ja beschädigt. Ja, reparieren ist doch eigentlich immer eine gute Idee. Reparieren ist eigentlich immer eine gute Idee. Wir könnten auch mit dem Panzer ein Stück vorfahren, mit dem Maschinengewehr den Typen kaputt schießen und dann mit Homer hinterherlaufen. Aber nee, dann steht der Panzer schon wieder weiter vorne. Nee, und wenn der Lupus dann rangefahren kommt, ist das auch doof. Genau. Aber ich möchte echt den Schocktrooper da weg haben. Ich meine, der kann uns nicht so unendlich viel Ärger machen, aber steht ja halt so ein bisschen im Weg. Ich kann doch nochmal probieren mit... Ja, also wir probieren noch einmal, probieren wir es noch. Cesari kriegt noch eine Chance. So, jetzt musst du natürlich aufpassen ein bisschen. So. Zwei Schritte vor, genau, und dann probieren wir es nochmal. Zum, 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 zum. Ey, weh, Alter. Okay, jetzt. Es gibt's nicht! Was für ein unfassbar schlechter Scharfschütze ist der Typ denn? Ja. Es ist ja grauenvoll. Na komm, leg ihn wieder zurück, ey. Der ist ja... Das ist... Der wird... Den schmeiß mal raus, oder? Ey, wirklich mal. Ahnung. Den schmeiß mal raus. Gut, wir verschwenden hier gerade unsere gesamte Phase, ey. Wir möchten wenigstens einen töten.
Das wäre mir echt recht. Okay, dann fahren wir jetzt mit dem Panzer. Nee, wollten wir ja nicht, weil der dann weiter vorne steht. Ja, aber was haben wir? Lass uns doch mit dem anderen Scharfschützen auf den Typen schießen. Den wollen wir doch auch noch tot kriegen. So. Catherine hat ja bisher wenigstens ein, zwei Mal getroffen. So, genau, so dass nicht das Haus irgendwie im Weg ist. Ich habe die Befürchtung, dass es eben vielleicht sogar noch die Hausecke war. So, jetzt ist es sicherlich nicht mehr im Weg. Okay. Ja. Ja, aber war besser, geht's nicht. Oder? Ja. Gut, dann machen wir das jetzt gleich nochmal. Wir haben noch einen Schuss bei ihr. Also einfach B und brauchst da nicht weglaufen. Ist ja unsere Phase, da kann uns ja nichts passieren an der Stelle. So. Okay. Ach, Mann. Sehr schön. Theoretisch können wir es sogar nochmal machen. Wir müssten nur mit dem Ingenieur, der daneben steht, einmal an sie ranlaufen. Dann hat sie wieder Munition. Dann könnten wir es sogar nochmal machen. Okay, ja, machen wir so. Komm, dann versuchen wir es. Versuchen wir einfach jetzt wenigstens mal die Kanone auszuschalten. Ja. Genau, dann nehmen wir den Engineer Karl. Kalle. Oh, guck mal, er ist sowieso einsam. Ja. Where is everybody? I'm so alone. I'm so lonely. Es müsste eigentlich schon reichen, jetzt sich neben dich zu stellen. Ja, das müsste wieder Muni haben. Ja, wollen wir mit ihm versuchen zu schießen? Warte mal, mach mal die Map bitte auf, kurz. Nur mal kurz gucken, wo die stehen. Die stehen links, der rechts steht ein bisschen zu weit weg. Ne? Sonst könnte man versuchen, mit ihm vielleicht mal von hinten auf den zu schießen. Der da, der Shocktrooper, der uns die ganze Zeit nervt. Vorne, weißt du, am Eingang. Aha, der Basis. Okay. Aber werden wir nicht gleich beschossen? Ja, deswegen habe ich ja auch geguckt auf die Karte, weil links stehen halt die Typen. Ja, du hast vollkommen recht. Dann lassen wir das. Gut, dann ja, versuch einfach auf ihn zu schießen, ja. Das ist zwar wahrscheinlich total kompletter Humbug. Aber wenn der jetzt hier den fetten Superschuss macht, guck mal. Boah, 62, du. Ja, gerade eben war bei 5. 5 hatte er. Achso, nee, dann habe ich mich verguckt. Ich krieg's, glaube ich, nicht geiler eingestellt. Okay. Wow, aber immerhin, ein paar Treffer hat er gelandet. Ja. Na gut, dann zieh ihn mal vielleicht zurück, weil... Ja. Aber drehen zur Tür, ne? Damit er im Zweifelsfall schießt, wenn jemand durch die Tür läuft. Genau. Ja. Ja, das sieht gut aus. So, und jetzt Catherine. Bisher fast nie daneben geschossen. Ja. Nur einmal, als das Haus vielleicht so halb im Weg war. Ja. Vielleicht kann sie uns von diesem Typen befreien. Okay. Warte. So? Jetzt, ja. Yes! Schusspack! Catherine! Ja, das möchte ich auch hoffen. So, dann kannst du sie hier wieder in Deckung steuern, auch irgendwie dahinter das Gebäude, genau, oder so. Genau, dann fühlt er sich auch nicht so. Au! Oh, ja. Lonely? Ah. Na, okay. Hast du ein bisschen zu großzügig die Kurve genommen. Gut, kann man nichts machen. Dann dreh sie so. Ja. Vielleicht schießt sie ja, man weiß es nicht. Gut. Dann sollten wir vielleicht den Panzer noch reparieren in der Runde. Jetzt meine Überlegung. Ich meine, wir könnten auch mit dem Panzer ein bisschen vor. Ja, ja, wir können so halbe Strecke bis zum Shocktrooper können wir auf jeden Fall machen. Dann lass uns das vielleicht zuerst machen. Ja, dann können wir mit dem anderen hinterherlaufen. Ich stand schon wieder zu nah dran. Ich finde das jedes Mal lustig. Okay. So, ein Stückchen noch. Wie sieht's auf der Karte aus? Ein bisschen. Ah, so ein paar Meter können wir noch. 3-4 Meter gehen noch. So. Ja, so ist doch gut. Ja, ich glaube, solange wir außer Sicht von dem. Achso, das ist. Der ist ja eh kaputt. Ja, so, mal X, wir wollen ja den Shocktrooper wegkriegen erstmal. X? Genau, das ist das MG. Hätte ich jetzt gesagt, das macht am meisten Sinn. Ups. Da auf die Entfernung. Achso, man kann nicht super dingsen. Ah, ich habe nur 7 Shots, das ist natürlich auch blöd. Kannst du nochmal, aber das ist natürlich genauer als jetzt unsere Kanone. Oh. Vielleicht die Mortar. Können wir eigentlich auch machen. Mortadella. Also den Mörser. Nochmal X, nochmal X. Vielleicht, also die sind schon ganz schön heftig, wenn die einen direkt treffen, der nicht in Deckung steht. Ja. Na komm, lass uns probieren. Ja, okay. Dann haben wir ihn wenigstens weg.
Und das war auch ein roter? Nee. Das war ein roter, oder? Aber da war keine Animation. Achso, dann war es kein roter. Gut, wollen wir da stehen bleiben, oder? Ich überlege gerade. Vielleicht doch lieber nochmal 2 Meter zurück? Ein bisschen. Okay, ja, bleib doch, dreh dich noch ein bisschen Richtung Tor, also Richtung Gegner. So. Ja, okay, und dann gehen wir raus und dann machen wir noch den, reparieren wir noch den Edelweiß. Mit dem hier, Homer? Mit Homer. Ich möchte ihn auch nicht Homer nennen eigentlich, ich möchte ihn Homer nennen, ich finde das ist schön. Ah, guck mal, der Edelweiß ist fast repariert, aber egal, wir können... Ach so. Okay. Ja, aber gut, wir können es ja trotzdem machen. Eins noch. Genau. Ah. Zielen und Feuer. Quack, quack, quack. Aber ich meine, da kann 60 können auch schon genau das Zünglein an der Waage sein, das ihn nicht zum Explodieren bringt. Gut, damit haben wir... ein bisschen vorlaufen? Nö, bleib dort stehen. Bleib dort stehen. Von dem Panzer. Ich find's okay. Ich find das wunderschön. Okay. Gut, ja, machen wir. Gucken wir uns an, was jetzt passiert. Aber wenigstens haben sie die Pack nicht mehr und der eine Shock Trooper ist auch tot. Mhm. Also ein bisschen was haben wir geschafft, auch wenn es wirklich keine schöne Runde war. Ganz schön verkackt. Ja, für schöne Jetzt hat er seinen eigenen Kollegen überfahren. Nee, machen wir ja auch die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Homer hat bestimmt auch gemacht. Oh, oh. Oh. Mörser. Catherine ist done und ihr Kollege ist... Karl ist jetzt wieder lonely. Verdammt. Ja, die hast du da genau richtig hingestellt. Ja, tut mir leid. Aber es ist, wenigstens hat er nicht auf den Edelweiß geschossen. Das ist auch gar nicht so schlecht. Dafür, dass sie sich so gut angestellt hat. Ja, Catherine kriegt die Belohnung in Form eines Lazarettbesuchs. Ja. Willkommen. Ja, Urlaub. Ja, sie hat sich den Urlaub verdient. Ja. Krankenurlaub. Krankenbett. So, machen die noch was? Da, jetzt sehen wir auch noch, ein Scout ist da noch. Okay, der wäre jetzt vielleicht Karl noch? Nee. Jetzt läuft er wieder weg. Ja, gut. Er wollte auch mal gucken, was da los... Was kracht denn da die ganze Zeit so? Ach, Krieg ist hier. Ach, guck mal, da ist noch einer. Ja, jetzt haben wir es aber alle mal gesehen. Noch ein Shock Trooper. Gut, also wir haben noch 2 Shock Trooper und ein Scout. Warum laufen die immer nur kurz vor und dann... Noch ein Shock Trooper. Oh Gott, wie viele sind denn das noch? Der steht jetzt... Also jetzt können wir von da auch nichts mehr machen, ne? Nicht groß. Von der Seite. Wir haben ja eh nur noch einen Ingenieur da. Es bringt sowieso nicht mehr viel. Okay. Also gut, vielleicht aber mit dem Ingenieur sie retten und dann einfach irgendwie uns da stehen zurückziehen. Bleiben. Leute, wir machen das alles aber erst in der nächsten Folge. Dann beenden wir hoffentlich wirklich den Klödenwald. Hoffentlich, ja. Es bleibt spannend. Bis dann. Tschüss.